Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe der Weltwoche nach der Sommerpause, nach der Doppelausgabe. Bevor ich auf den Inhalt einsteige, noch ein kurzer aktueller Buchtipp. Robert D. Kaplan, Asia's Cauldron, ein Buch über die südchinesische See und die Anrainerstaaten, der amerikanische Strategieexperte, den wir vor einigen Jahren einmal interviewt haben, nach in der Weltwoche, beschäftigt sich sehr intensiv mit der geopolitischen Lage im südchinesischen Meer. Und es ist hochinteressant, wie er vor allem die verschiedenen Länder, die Philippinen, Malaysia, Singapur, Vietnam, schildert vis-à-vis von China, dem erwachenden Drachen. Ein sehr interessantes Buch, das ich allen geopolitisch interessierten Leserinnen und Lesern wärmstens ans Herz legen kann. Kommen wir zur aktuellen Ausgabe. Wir haben uns entschieden, die Titelgeschichte zu dem Flüchtlingsdrama von Brieg zu machen. Vielleicht können Sie sich erinnern, es geht um diese syrische Familie, die in Brieg gefasst wurde und dann in diesen Auslieferungsbedingungen offensichtlich hat die Frau, die Mutter dieser Familie eine Fehlgeburt erlitten, ein Drama, das sehr hohe Wellen geworfen hat in der Schweiz, sehr stark auch nach Entrüstung produziert hat und natürlich auch Kritik empfacht hat an den schweizerischen Zollbehörden. Unser Reporter Alex Bauer hat die Familie aufgespürt, die syrische Familie in Italien aufgespürt und minutiös rekonstruiert, was passiert ist. Eine erschütternde, aber auch sehr interessante und erhellende Geschichte über die Realitäten des heutigen Flüchtlingswesens. Lassen Sie sich überraschen, was wirklich hinter den Schlagzeilen passiert ist. Ein anderer Schwerpunkt im aktuellen Blatt ist von Pierre Heumann, unserem Israel-Korrespondenten, ein pointierter Blick auf den Nahostkonflikt und vor allem auch auf die israelische Perspektive in dieser Auseinandersetzung, ein Plädoyer für Israel in dieser ganzen unheiligen und unguten Konstellation. Ebenfalls sehr interessant meines Erachtens ein Text des israelischen Publizisten Nir Baram, der im Unterschied zu Heumann zu etwas kritischeren Befunden jetzt gegenüber der israelischen Regierung kommt, also sozusagen ein perspektivischer Doppelblick auf diesen Konflikt im Zeichen der Meinungs- und Perspektivenvielfalt in der Weltwoche. Ein anderer Text, den wir hier etwas humoristisch, obwohl es eigentlich eine sehr ernste Thematik ist, etwas humoristisch eingeflogen haben mit dem Frosch Kermit, Bundesrätin Leuthards neue Offensive, die Schweizer Wirtschaft zu begrünen. Ich kann aus liberaler Sicht dazu nur sagen, also hier ist intensiver Widerstand gefragt, weil das hätte wirklich unabsehbare Kostenfolgen. Eine sehr interessante Recherche von unserem Bundeshaus-Korrespondenten Christian Mund. Und zum Abschluss noch zwei prominente Autoren, wo wir die Ehre haben, sie abdrucken zu dürfen. Zum einen Rudolf Strahm, die Akademisierungsfalle. Rudolf Strahm, vielleicht der intelligenteste Sozialdemokrat der Schweiz, einer der besten Wirtschaftspublizisten, ein sehr fruchtbarer, auch streitbarer Intellektueller, hochinteressant, ich schätze ihn sehr. Und er plädiert hier sehr beherzt für das duale Bildungssystem in der Schweiz und setzt sich kritisch mit dem auch in unserem Land zu beobachtenden Akademisierungstendenzen auseinander. Und last but not least ist es uns gelungen, den Schweizer Kollegen Alain de Botton, den Philosophen, der in London lebt, zu einem Artikel zu bewegen. Alain de Botton schreibt kritisch über den Kapitalismus, über die Marktwirtschaft, wie sie heute sich darstellt. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich teile seine Aussage nicht. Ich bin sogar dezidiert der Meinung, dass er falsch liegt, aber auf eine sehr interessante und intelligente Art. Und ich möchte Ihnen diese Meinung nicht vorenthalten. Also bitte lesen Sie mit Gewinn und auch mit Widerspruch den hochdekorierten Schweizer Philosophen und Bestsellerautor Alain de Botton über Kapitalismus. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre, einen guten Wiederbeginn nach der Sommerpause und freue mich auf Ihr Feedback zur aktuellen Weltwoche. Besten Dank.